Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Ja, wie angekündigt habe ich die Berufe und Prioritäten überarbeitet. Dabei bin ich noch über etwas gestoßen, woran ich nicht gedacht habe. Ich habe hier den erweiterten Modus mal eingeschaltet. Das bedeutet, die Duplikanten ignorieren bestimmte Voreinstellungen, die das Spiel vorgibt. Also ich kann ja hier meine Prioritäten setzen. Das Spiel priorisiert trotzdem manchmal andere Sachen. Gerade zu Beginn der Kolonie und für neue Spieler ist das sinnvoll. Weil manche Sachen einfach mehr Sinn machen als andere. Ich habe jetzt gerade kein konkretes Beispiel im Kopf, aber es wäre eben Quatsch, hier irgendwo aufzuwischen, wenn, keine Ahnung, wenn zum Beispiel hier Algen geliefert werden müssten oder sowas. Das ist halt wichtiger. Oder wenn kein Essen da ist. Und das sind eben Sachen, die das Spiel von alleine überschreibt, trotz der Einstellungen, die man gemacht hat. Und wenn man den erweiterten Modus einschaltet, dann ist das Ganze eben nicht mehr so, sondern dann sind die Einstellungen, die man selber gemacht hat, die vom Spiel auch genutzt werden. Ich merke gerade, das hat auf meinen Kampfmodus hier auch keinen Einfluss, weil hier ist immer noch niemand, der unsere Hatches angreift, aber es war ein Versuch wert. So, was ich gerade gesehen habe, wir haben keine Erde mehr. Das heißt, wir müssen ein wenig ausgraben. Hier habe ich noch was gefunden. Da ist keine Erde. Hier ist noch was. Ja, das macht wahrscheinlich Sinn, hier mal eben die Ziegel zu zerlegen, um auch hier die Erde eben einzusammeln. Mal gucken, was haben wir denn hier ganz viel drin. 17,1 Tonnen Sandstein. Ja, wir sehen mal, ob alle Rohminerale rauskommen. Schon hier dann gleich. Erde habe ich wahrscheinlich. Ja, genau, ist hier schon drin. Okay. Gut. Dann lass mal ein bisschen schneller laufen. So, ich habe natürlich dadurch, dass ich die Berufe jetzt zerlegt habe, geändert habe, keinen Architekten mehr. Das war vorher Master Ziggy. Dementsprechend haben wir wahrscheinlich auch niemanden, der mit Hauptpriorität zerlegt, oder? Würde ich mal denken. Kämpft jemand? Wow. Muss ich allerdings Niesbett im Auge behalten, nicht dass die zu stark verletzt wird. 86, na gut, das geht noch. Ah, jetzt ist sie auch zerlegt, sehr schön. Auch hier die Erde ausgraben. Aufräumen. So, die Erde. Gleiche hier. Das freigraben, weil da müsste auch noch Erde drunter versteckt sein. Keine Forschung ausgewählt. Dann machen wir mal hier als nächstes. Die Transnöhren. Erst die Automationssachen. Warum reinigt niemand die Toiletten?
auch wieder mit meinen Einstellungen jetzt zu tun hat, die ich gerade geändert habe. Ist fast von auszugehen, oder? Wenn ich die auf 9 stelle, was passiert dann? Erde bitte aufrollen. Ja. Okay, was? Das zur Reinigung. Das Thema hatte ich schon mal. Ne? Ich habe niemanden, der hauptberuflich Reinigung macht, aber hätte jemanden, nämlich mich selber, den ich dafür schnell mal einteilen würde. Auch wenn ich nicht glaube, dass das der dass das das Entscheidende ist. Jetzt haben wir noch 2 Besuche übrig. Ja, jetzt desinfiziere ich die anstatt der Sicht hin. Na doch, ne, jetzt mache ich's, okay. Gut. Das Wasser geht zur Neige, also Moment, haben wir hier schon ausgegraben? Ja, dann können wir, bevor ich das nämlich vergesse, hier wieder die Ziegel einbauen. Hier graben wir uns dann einmal durch und bauen hier eine Leiter. So, dann sollte das Wasser hier runterlaufen. Vielleicht müssen wir hier noch den Bereich ein bisschen vergrößern, damit das hier vernünftig fließen kann. Vielleicht hier auch noch. Gerade. Auch hier würde sicherlich ein Lufterfrischer Sinn machen. So, hier können wir dann die Pumpe bald bauen. Kommt an, als die Nacht fast vorbei ist. Der Arme. Oh gut, der holt noch ein bisschen. Bleibt da ein bisschen länger liegen. Okay, ich habe gerade mal kurz geschaut, was wir als nächstes angehen, und wir werden hier erstmal Kabel bauen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man vorhandenes Kabel, das beschädigt ist, einfach überbaut. Da werden wir hinterkommen. So. Ja.
Okay, dann können wir diesen hier wieder in Betrieb nehmen, weil wir haben ja jetzt hier ein paar Generatoren mehr. Hier können wir noch ein bisschen graben. Und die Leiter verlängern. Nein, das machen wir nicht. Ja. Sauerstofftechnisch, ja, das sieht doch schon mal sehr schön aus. Ich habe jetzt auch niemanden mehr, der Minenarbeiter ist, ne? Das hat vorher Niesbett gemacht. Muss ich, obwohl das wird nichts bringen, wenn ich da die Priorität noch höher setze. Was macht denn hier die Temperatur? Hier gut, hier okay. Vielleicht, das bringt mit Sicherheit noch was, wenn wir hier noch ein paar Ziegel mehr, ein paar luftdurchlässige Ziegel mehr bauen. Außerdem die Tür hier wieder auf automatisch setzen, dass die sich schließt. Und ich sollte vielleicht auch hier welche bauen, weil ich glaube, naja, wir haben hier auch einiges an verschmutzten Sauerstoff dazwischen. Wo wir natürlich so Abhilfe schaffen können. So. Oh, hier ist es auch wieder deutlich mehr geworden, okay. Wir haben auch sehr viel verschmutzte Erde überall. Vielleicht müssen wir noch ein paar zusätzliche Komposthaufen bauen. Na gut. Ja, das machen wir auch einfach. Und zwar machen wir das hier. Na, Kompost. Machen wir hier noch zwei Stück. Hier ist es deutlich besser geworden. Mit dem Keim. Das ist ja schon mal was. So, euch hier. Die Kiste kann man auch schon mal zerlegen. Da muss dann auch noch eine Lampe rein. Möbel. Ich dachte, das wäre schon erledigt. Dann machen wir schon mal die, da ist noch die Deckenlampe. Kommt dahin. Ganz simpel. Wir legen das einfach hier hoch. So. Möbel, Lampe. Da sein. Alle ausgraben.
Und dann kommen da gleich Dornenblüten rein. Da ist ja gerade niemand wirklich gefährdet. Da wird jemand während des Tunnels ganz geduscht. Hier auch noch ein Keuchwurz reinpacken, aber ich habe fast das Gefühl, dass das so auch passen könnte. Können wir später aber noch machen, wenn es nötig wird. Warte auf Kühlmittel. Ach so, ja klar. Wir müssen natürlich dann hier die Algendistille mal wieder einschalten. Allerdings erst, wenn wir hier alles freigegraben und den Schleim angeliefert haben. Funktioniert nicht wirklich. Dann machen wir ein Niesbett hier erstmal wieder rein. Prioritäten. Graben ist noch auf dem höchsten, okay. Dann sollte die gute gleich wieder loslegen. Was macht sie jetzt? Ne, da kommt sie, oder? Ne, das ist jemand anders. Niesbett. Achso, oder hat sie keinen Anzug? Untätig, aber kein Anzug da ist es. Vielleicht sollten wir das Ganze einfach schon mal erweitern und dann doch. Oder wir erweitern das so, dass wir hier den nächsten Bereich daneben bauen. Wir vielleicht auch noch eine Maßnahme. Erstmal erweitern wir unsere Forschung. Ja, da ist auch nicht mehr viel über. Das kann man schon mal bauen. Muss vielleicht hier der Leiter runter. Hier. Wenn wir da normale Ziegel bauen, wo ein Klimagerät hinkommt. Das. Oh.
das hier nicht irgendwann mal überhitzt, ist auch noch eine andere Frage. Gut, dann machen wir hier mal vorübergehend ein paar Omelettes. Auch wenn es nur 4 Hatchling-Eier im Moment sind. Ich hier dann Hatchling-Eier ausgeschaltet? Ja. Ich habe fast alle Eier ausgestellt. Was mich an etwas anderes erinnert, was ich noch machen wollte. Und zwar, das kann allerdings auch mit 5 passieren, würde ich hier ganz gerne einen Raum bauen. Mit einer Tür. Und mit einer Rationsbox, wo wir die besonderen Eier einlagern. Das war eine Idee von, ich glaube, Kerstin. Und wenn hier besondere Eier drin sind, schließen wir einfach diese Tür ab. Dann kann, wenn wir hier Omelettes braten, niemand hingehen und hier die Eier raussuchen. Beziehungsweise entfernen. Noch ein Moment, okay. Glaube ich, baue auch noch einen weiteren elektrischen Grill. Wo wir dann irgendwas mit den Dornenblüten machen. Das hier tatsächlich dringend. Wir haben kein verschmutztes Wasser. Okay, dann würde ich gerne hingehen und dieses Rohr auch vorübergehend zerlegen, weil wir haben ja erstmal ein bisschen Wasser angesammelt, dass wir das nächste verschmutzte Wasser vorrangig für Sauerstofferzeugung reservieren. Graben, dann kann das Wasser auch mit hier dazu kommen. Ja. Hier sehe ich gerade noch was Schönes. Da können wir ja. Wie machen wir das dann jetzt wieder? Ups. Ach, das ist ja Quatsch. Leitern bringen da ja nichts. So, einfache Ziegel. Aus Sandstein, so viel Gewicht kommt da ja nicht drauf. Dann haben wir erstmal ein bisschen Wasser. Hier können wir dann auch noch rüber buddeln und wenn wir ein bisschen Glück haben, ist hier oben vielleicht noch was oder wir können hier noch ran. Das kriegen wir dann schon. Während das Ganze gebaut wird, können wir mal auf die Suche gehen, ob es nicht irgendwo ein Geysir gibt. Nichts zu sehen. Also ich bin mal wirklich gespannt, wo
in dieser, wo auf dieser Weltkarte die ganzen Geysire noch sein sollen. Das gibt's doch gar nicht. Ach, hier ist ein Erdölvorkommen. Viel mehr als ein müdes Lächeln kann mir das gerade nicht entlocken. Ich sehe nirgendwo was. Ach Mensch. Was ist denn hier passiert? Oh, es kämpft jemand, Mensch. Kämpfen sogar zwei. Also hier war wahrscheinlich gerade der Strom geht die ganze Zeit weg, weil keine Kohle geliefert wird und weil das CO2 nicht ablaufen kann. Hier ist ein Vakuum, aber hier Flüssigkeit ist. Hier noch graben. Die 12.800 Kalorien. Dann stellen wir diesen hier doch jetzt mal ein auf Barbecue. Warten wir hier denn alles für. Naja, achso, das ist das letzte Ei gerade, okay. So, jetzt gucken wir hier mal, was wir mit den. Ich habe keine Pinscher pfeffern muss. Können wir denn mit den Dornenbeeren noch machen? Nichts. Auch Knorpelbeeren. So, hier stellen wir jetzt alle besonderen Eier ein. Drecklet-Ei, Stein-Hatchling-Ei, Salbei-Hatchling-Ei. Ist eigentlich nichts Besonderes. Leuchtnymphen-Ei, kommen wir da mal rein. Stickster auf jeden Fall. Paku, Pufflet, Puffprinz, ja. Und Priorität 9. Also wann immer es eins davon gibt, da rein damit. Wieder schneller laufen lassen, ja, das Wasser läuft. Ja, ich weiß nicht, ob wir den Paku hier retten können. Da wird, glaube ich, schwierig. Weil mir gerade einfällt, dass wir das Paku-Ei ja hier schon eingestellt haben. Muss ja dann hier nicht rein. Wo rennen die hier denn alle hin? Achso, die sammeln Schleim ein. Ja, klar. Oh, über 3 Tonnen Schleim. Schleime steigen ja, weil das hier nicht mehr im Chlor ist. Muss das Ding hier unten, muss ich einen neuen bauen. Lagerverdichter, Priorität 9. Ja, dann werden wir als einen der nächsten Schritte werden wir auf jeden Fall vernünftige Toiletten bauen. Dafür müssen wir aber erst noch wieder einen Schwung Abyssalit uns besorgen, weil die 7,2 Tonnen, die wir gerade haben, das ist so gut wie nix. Hier können wir graben.
die Leiter können wir verlängern und dann können wir im Anschluss das hier auch freigraben. Organisch, Schleim auf 9 stellen. Und dieser steht auf 8. Ja, perfekt. Dann müsste das ja gleich schon umgeräumt werden. Hier müsste später eigentlich ein Austausch stattfinden, dass der verschmutzte Sauerstoff nach oben geht. Und ja, der andere Sauerstoff nach unten. Da geht's schon los. Okay, und hier. Genau. Passiert genau das, was soll. Vielleicht sind die Keime weg. Okay, naja, Pakus, das ist jetzt. Kann man euch einfangen? Nee. Aber die können hier rüber hüpfen. Also Wasser, ja, da kommt mal hin. Hier ist ja erst noch mal genug Wasser. Wartet auf Kühlmittel. Ja, das können wir ja gleich. Ein Keim in Angriff nehmen. Indem wir das Gerät wieder einschalten. Die ersten Stromleitungen wurden schon gebaut, allerdings noch nicht viel. Oh, wir haben auch kein Eisen mehr, okay. Na gut, das dürfte sich ja bald ändern, weil jetzt gibt es wieder Kühlmittel. Ich bin fasziniert, dass nach und nach hier wieder gekämpft wird. Man könnte fast vermuten, dass der Kampf mit dem Graben zu tun hat, weil Nisbet die ganze Zeit diejenige ist, die kämpft. Müsste man mal beobachten. So, hier. Oh, wir haben noch immer keine Wasser, keine Keime im Wasser. Höchst interessant. Hätte ich jetzt vermutet. Muss mal gerade eben schauen, nicht das Niesbett vom vielen Kämpfen. Ja, ich habe mir schon gedacht, noch 68 Gesundheit. Müssen wir hier erstmal hier hinschicken. Die muss ein wenig gesunden. Und jetzt hier das Graben auch fertig. Dann kann sie natürlich auch noch hier und hier bitte graben. So, machen wir das so. Gut, und dann ja, würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einen Cut. Und ja, dann würde ich sagen, danke, dass ihr reingeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke und bye bye.